Da sind wir wieder mit After Dark Dead Space 2. Bisher habe ich so an die, lasst mich nicht lügen, 5 Stunden gespielt. Und jetzt ist mittlerweile ein neuer Tag für mich angebrochen. Ich habe gar nicht mehr so die Ahnung, wo wir eigentlich aufgehört haben, aber heute wird ein weiterer Marathon. Ich bin gespannt, wie weit ich komme. Vielleicht spiele ich es ja durch. Vielleicht bin ich ja sehr gut heute. Gucken wir mal. Ohne weitere Erklärungen geht's direkt weiter. Ah, ich erinnere mich. Genau, letztes Mal bin ich zurückgelaufen, um abzuspeichern, und wir waren in einer, in einem sehr seltsamen, weiß ich nicht, Industriekomplex, sage ich jetzt einfach mal, mit sich drehenden Maschinen und Gewinden, wo ich die Gegner reingefeuert habe und. Das alles sehen wir jetzt hoffentlich gleich nochmal, denn ich muss den ganzen Weg, den ich zurückgelaufen bin, ja jetzt wieder hinlaufen. Hier ist das Spiel und es geht los. Okay. Ich folge wie immer dem blauen Kaninchen. Das ist jetzt alles ein Areal, das ihr schon kennt. Deswegen renne ich einfach mal durch. Ups, war da. Schon ziemlich toll, oder? Merke ich jetzt erst hier dieses Pochen. Wie in dem alten Klassiker Die Zeitmaschine, wo der Held dann unter der Erde ist bei den Morlocks und die ganze Zeit auch so ein Pochen und solche, ja, irgendwelche dampfenden Kessel zu sehen sind. Ah, ihr habt schön auf mich gewartet. Gut so, denn ich bin der Einzige, der euch retten kann. Macht euch das mal bewusst. Wie tief seid ihr gesunken, wenn nur ich euch helfen kann? Eintritt Schwerelosigkeit. Ich scheine in einer Sackgasse zu stecken. Das über mir sieht nach einem Lüftungssystem aus. Richtig. Oh. Durch das manuelle Abschalten der Fabrik sind alle Druckventile eingerastet. Sie müssen das Ding irgendwie gewaltsam öffnen. Na gut, mit gewaltsam öffnen kenne ich mich aus. Ich habe schon so manchen Brustkorb in diesem Spiel gewaltsam geöffnet. Warum nicht also auch... Oh, okay, das geht so gar nicht. Warum nicht auch diese technischen Instrumente? Was soll ich eigentlich machen? Egal. Im Zweifel schießen. Ah, da. So läuft's. Okay, das hat gar nichts gebracht. Es hat gar nichts gebracht. Ich Vollidiot. Kriege ich irgendwo noch eine Düse her? Die hätte ich vorher scheinbar anbringen sollen. Ach komm, hier wird doch nicht nur eine Düse sein. Da geht mir ja die Düse. Geht mir da. Da ist nichts. Alle verbraucht. Das Spiel ist hiermit beendet. Isaac fliegt auf ewig in der Schwerelosigkeit herum mit all den Leichen. Komm jetzt, irgendwo wird doch noch so eine Düse sein. Gut, vielleicht kommen die ja hier raus. Kann das sein? Kann man hier eine Düse rausholen? Das hört sich fast so an, weil dieses Geräusch, und es sieht ja auch aus wie so eine Düse, aber scheinbar nicht korrekt. Na gut, ich gehe nochmal raus und dann wieder rein. Vielleicht hat sich dann was getan. Das kann es ja eigentlich nicht sein, dass man nur eine Düse hat. So, da bin ich ja mal gespannt, was wohl hinter dieser Tür ist. Na, oh, ein Schwerelosigkeitsraum. Unfassbar, die haben echt nur eine Düse hier angebracht. Irgendwie kann ich das nicht glauben. Ah, okay, ich wusste doch, ich kann es nicht glauben. Okay, ganz klar, die muss man natürlich unten anbringen, damit der Druck sie in diese Richtung bewegt.
Wunderbar. Erstmal wieder alles einsammeln. Ihr seht schon, hier gibt es eine Menge Items, die auf mich warten. Da war doch eben noch irgendwas. Irgendwas hat da doch noch geglänzt. Okay, doch nicht. Hätte ich jetzt gedacht. Oh, 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 oh. Oh, oh! Da sind sie. Wie ich sehe, hat Ihre Freundin die Anlage lahmgelegt. Ich schulde ihr meinen Dank, dass sie mir ihren Standort verraten hat. Der Verarbeitungszyklus läuft. Und Sie stecken mittendrin. Es endet hier, Clark. Nein, das muss es nicht, Heidmann. Doch, das muss es. Leben Sie wohl, Clark. Ja, Frage ist natürlich... Ist das jetzt eine Gefahr? Sieht im Moment nicht aus wie eine Gefahr. Also sieht für mich eher aus, als würde ich da irgendwie halt schon durchkommen. Ich hätte jetzt gedacht, dass der ganze Kram auf mich zugeflogen kommt. Ach doch, ist doch kein Problem. Okay, und nun hier lang? Ja, 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 immer schön vorsichtig. Oh, da habe ich gerade ganz viele Kisten gesehen. Aber schon werde ich angeschossen. Weißt du, was du jetzt machst, mein Freund? Du kommst jetzt hier rein. Hat er gemacht. Oh, das sieht aber auch nicht gut aus, aber da finde ich noch einen Weg. Das muss ich wahrscheinlich gleich verlangsamen. Oh, da ist ja auch was. Auch sehr schön, sieht man jetzt nicht. Ah, doch. Ah, wie beim Nachladen das alte Magazin noch so in der Schwerelosigkeit rumeiert. Das sind so kleine Details, die ich sehr gut finde. Ah, okay, hier wieder ein Stasi-Automat. Das lässt natürlich hoffen. Oh. Ist doch alles kein Problem. Ist doch super easy. Auch hier wieder gucken, ob man nicht irgendwas übersehen hat. Ist ganz schön unübersichtlich, diese Müllpresse. Warten. Was könnte hier sein? Ist das eine Falle? Na gut, wenn die Leiche da durchkommt, dann komme ich da auch durch. Ellie, können Sie die Dinger nicht abschalten? Nein, Tideman hat mich aus dem System gelöscht. Und jetzt funktionieren meine Codes nicht mehr. Machst du Witze? Oh Scheiße, da kommt was. Josh, helfen Sie mir mit der Tür. Ich will, dass Sie ihn sehen. Sie müssen die Schritte einhalten. Was? Nein, halten Sie die Klappe und helfen Sie mir. Verdammt! Das klingt jetzt nicht mehr so gut. Aber ich weiß ja, da muss ich mich nicht groß drum kümmern. Das kriegen die alleine hin. Ich komme dann schon zum richtigen Zeitpunkt, um den Tag zu retten. Und wenn nicht, auch egal, ich kenne die ja kaum. Okay, auch hier wieder Itemsuche. Ganz schön knifflig in der Schwerelosigkeit. Wie komme ich hier jetzt vorbei? Ich könnte eine dieser... Wirbel natürlich jetzt verlangsamen. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Es fühlt sich echt toll an. Es hat irgendwie so einen richtig schönen Flow.
Und wie gesagt, im Vergleich zum ersten Teil kann man hier deutlich mehr coole Sachen machen und hat mehr Abwechslung. Das denn ausgesehen? Moment, wo ist denn? Wo ist denn das, wo ich gerade durch bin? Hier? Hier? Nee, da muss ich hin. Okay, ich habe komplett die Orientierung verloren. Ich wollte eigentlich den Leichnam da reinschicken. Aber ich habe es nicht mehr gefunden. Okay, hier muss ich irgendwie durch. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja, okay. Ich bin ein bisschen zu spät losgefahren. Losgeflogen. Und jetzt kommen auch noch die Schüsse hier. Auf die habe ich ja gar keinen Bock. Oh, das sehe ich jetzt erst, dass der in der Mitte auch noch im Kopf ist. Jetzt sieht man auch noch Brüste, aber das ist nicht die Art von Brust, die man gerne sieht. Trotzdem gucken wir sie uns mal genauer an. Eieieiei, das ist ja alles widerlich. Na gut, ist jetzt nicht mehr unser Problem. Aber ganz sicher hast du ein... Ja, wollte ich gerade sagen, schön Geld ausgespuckt. So wie ich es gern habe. Okay, hier sind wieder... Gaszylinder, okay. Okay, ja, okay, mit der Tür. Dafür brauche ich die. Ach komm, nur weil ich da ein bisschen in das Feuer reingeflogen bin. Hab doch einen starken Anzug an. Alles okay bei Ihnen? Ja, ich bin wirklich nah dran. Ich denke, an diesem Punkt sind wir durch den Müllschlucker. Wir haben noch knapp 16 Minuten. Austritt Schwerelosigkeit. Sind wir in dem Raum, in dem vorhin unsere beiden Companions waren. Die sind jetzt weg. Aber das kennen wir ja mittlerweile schon. Das heißt nicht, dass sie tot sind. Wow, hey, hey! Ein Glück, dass sie noch in einem Stück sind. Alles okay? Ja. Es sind 4 Schritte. Aber nicht wegen ihm hier. 1, 2, 3, 4. Ist Schritt 4. Sie wird warten. Jesus, Dross. Alles okay? Es wird schlimmer. Was ist Schritt 4? Wer wird warten? Nach den Schrauben. Nach der Nadel. Wird sie warten. Er wird es nicht schaffen. Wir müssen weiter. Oben gibt es eine Güterbahn, die gleichen Gleise benutzt wie die Pendlerbahn. Sie bringt uns zum Regierungssektor. Sie wird warten. Einer von uns muss sie vom Führerhaus aus steuern. Starrend. Fragend. Ich kenne die. Bleiben Sie hier und versuchen Sie, ihn auf die Beine zu bringen. Oh, ein... Oh, Medipack. Ein Schema, sehr wichtig. Ich dachte gerade, es wäre ein Textblock. Was wartet hier auf mich? Da muss ich natürlich gleich durch.
Na gut, scheint relativ friedlich zu sein auf den ersten Blick. In Kapitel 8 sind wir also schon. In Dead Space 1 hätten wir jetzt schon zwei Drittel hinter uns. Da waren es 12 Kapitel, aber die waren noch ein bisschen länger, habe ich das Gefühl. Ich glaube, hier geht es ein Ticken langsamer voran. Die Kapitel sind kürzer, glaube ich, aber dafür wird es wahrscheinlich mehr davon geben. Also noch schreit eigentlich nichts Endgame. Alter, von hinten einfach so angewuselt. Oh Gott, da links ist ja noch einer. Dafür gibt's jetzt aber, trenne ich dir das Körperteil ab. Und zwar ein wichtiges, den Kopf. Okay, noch jemand? Gut. Ah, da ist ja wirklich noch jemand. Ich sollte aufhören, danach zu fragen. Wer fragt, der kriegt. Dafür kriegst du jetzt einen Tritt. Oh, ich liebe meine Waffe, die ist so gut ausgebaut, die ist so kraftvoll. Damit man auch morgen noch kraftvoll zutreten kann. Ah. Das ist aber echt nicht schwer. Kommen hier noch welche? Ich habe ein bisschen Angst. Die kommen ja immer gerne von allen Seiten. Okay, hier in den Isolierungsraum kann ich noch nicht rein. Vielleicht ändert sich das noch. Ach, hätte ich mir die Mühe gar nicht machen müssen hier mit meiner krassen Technik. Wofür ist das gedacht? Was genau bewirkt das hier? Ich weiß es nicht. Einfach nur ein riesiger Flammenraum. Stuhl! Oh Scheiße, das hat nichts gemacht. Okay. Das war gut. Jetzt muss ich aber noch dran denken, erstmal alles wieder einzusammeln. Immer schön in Ruhe sammeln. Und dann verkaufen, das sehe ich doch schon. Da ist einiges, aus dem ich Geld machen kann. Oh, ein Textlog. Gut. Nee, ein Audiolog. Ja, das ist der Part, den habe ich schon mal angedeutet, dass ich ihn suboptimal finde im zweiten Teil, dass man so ein bisschen rein historisch ja alles schon kennt. Man weiß, die Necromorphs, komm, ich schalte mal um. Man weiß, dass die Necromorphs aus den Leichen irgendwelche Zombies machen. Man weiß auch, dass Unitology damit zusammenhängt. Man weiß irgendwie alles schon, wenn man den ersten Teil gespielt hat. Und dann stellt sich so ein bisschen die Frage, was gibt's Neues an Informationen? Gibt's eine neue Geschichte? Gibt's irgendeine Wendung? Gibt's irgendwelche dramatischen Änderungen? Dinge, die man vorher nicht wusste und. Gefühlt bisher nicht. Also so ein bisschen alles Standard. Das ist so ein bisschen wie, wenn man in Resident Evil 2, 3, 4, na gut, 4 nicht, aber in 2 und 3 und in Code Veronica immer wieder dieselben Tagebücher von irgendwelchen armen Seelen liest, die ja irgendwie von Umbrella dahin gelockt werden, auf ihre Geheimbasis und dann zum Zombie werden und. Also es geht ein bisschen der atmosphärische Flair verloren, zumindest was die Story angeht. Und man hat sich, glaube ich, jetzt auch nicht so viel Mühe gegeben, da irgendwas Neues und da noch eine neue Ebene drauf zu packen. Außer, dass man vielleicht jetzt selbst für den Marker, der nachgebaut wurde, verantwortlich ist. Aber was mir halt
Gut gefällt ist die Atmosphäre im Spiel, die Level, die Lichtgestaltung, der ganze andere Kram. Der ist, finde ich, sehr atmosphärisch und trägt natürlich viel zum Spiel bei. Aber rein von der Story her hätte man sich zum Beispiel die Textdinger und ein paar Audiologs hätte man sich sparen können. Die bringen jetzt nicht viel mehr zu dem, was man schon weiß. Aber es ist natürlich irgendwie nett, ab und zu mal ein bisschen was anderes zu haben, was man irgendwie sich anhören, angucken kann. Man kann es aber im Grunde auch überlesen, überhören. Man braucht es eigentlich nicht. Das ist so ein bisschen das, was ich davon halte. Okay, ich muss noch mal kurz in den Shop. Obwohl, ja, volle Energie kann man gebrauchen. Die werde ich jetzt nicht verkaufen. Aber habe ich nicht noch sonst was? Harpunen brauche ich. Strahlenmunition verkaufe ich. Das verkaufe ich. Energiekanone verkaufe ich. Und davon kaufe ich mir natürlich was sonst. Wichtig ist auch, hier nochmal zu schauen. Es gibt ja immer wieder neue Schematas, die ich bekomme. Vielleicht kann ich hier dann irgendwann auch mal nochmal einen neuen Anzug holen. Ich hadere noch damit, mir einen neuen Anzug zu holen. Weil ich habe einen, der funktioniert. Bisher war es nicht nötig, ihn abzugraden. Da hole ich mir dann doch lieber noch eine neue Waffe. Oh, 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 okay, das ist ein ekelhafter Langbein. Wusel. Alter, der ist ja widerlich. Wiesel, flink kommen die Dinger auf mich zu. Der besteht quasi nur aus Zecken. Alien-Zecken. Nekro-Zecken. Und er lebt immer noch was. Wie viele Köpfe kann man eigentlich haben? Na gut, okay, das eine ist ein Kopf, das andere sind irgendwelche... Weiß ich nicht, das eine ist eine Niere. Das da ist ganz offensichtlich eine Milz. Naja, und das ist ein Halbleiter, den nehme ich mit. Oh, ich habe nur noch 4 Schuss. Dann muss ich auf meine Harpunen, auf mein Harpunengewehr umschalten. Hier hat mir jetzt der Soundeffekt mehr Angst gemacht als der Gegner an sich. Die Musik hat gesagt, jetzt kommt was richtig Fieses. Aber die Augen sagen, ach, ist nur der langbeinige Typ. Oh. Ah, Bussi, da hast du mich da hingelockt. Mit dem Versprechen eines kostenlosen Energieknotens. Oh, Alter. Was ist da eigentlich gerade passiert? Was ist da passiert? Wie kamst du auf mich? Keine Ahnung. Schön wäre, wenn ich irgendwie diese Spikes einfach wieder mitnehmen könnte. Aber das scheint nicht zu gehen. Ah, wichtig. Hier nicht drauf schießen. Es fühlt sich schon ein bisschen unangenehm an, oder? Einfach hier ist das tödliche, alles zerfressende All. Und hier haben wir eine kleine, dünne Buntglas-Fensterscheibe reingepackt. Aber Hauptsache, ihr wisst, dass es hier später weitergehen soll. Da hätte ich ja wirklich keinen Bock drauf. Gehen wir mal in die Brennstoffdruckausgleichkammer. Ich kann das offen gesagt gar nicht verstehen, was da gerade gesagt wurde. Oh, 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 da höre ich... Oh nein, nein! Nein! Item! Oh, ist ja widerlich. Ach, und jetzt habe ich auch noch... Moment, hoffentlich habe ich wieder Munition bekommen. Scheiße. Denn mit der Harpunen... Mit dem Harpunengewehr kann ich, glaube ich, nicht so viel machen. Ja, was soll ich denn damit machen? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, ist gar nicht so einfach. Mit dem Ding, diese kleinen... Gedärme zu treffen. Ah, okay, der ist weg. Gut. Die anderen explodieren jetzt hoffentlich auch. Jetzt explodiert! Ich befehle euch! Verdammt, die explodieren gar nicht. Ja, ist jetzt ärgerlich. Da muss ich später hin. Hätte ich mal lieber eben hier diese Explosiv...
Tanks genommen. Ah, super, okay. Jetzt ist alles wieder gut. Du auch. Sorensen, an alle übrig gebliebenen CEC-Mitarbeiter. Schrecken Sie Ellie Langford zurück. Ihre Gruppe ist am weitesten. Was? Nein, 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 Moment. Das würde ich mir gerne noch anhören. Sorensen, an alle übrig gebliebenen CEC-Mitarbeiter. Schrecken Sie Ellie Langford zurück. Ihre Gruppe ist am weitesten voraus und hat den Weg freigemacht. Fertig, aber schnell wieder schlägt. Ach komm, ich bin so dumm, ich drücke die ganze Zeit in der Hoffnung, dass ich noch irgendwo Energie habe, drücke ich B, damit breche ich aber eigentlich ab. Ja, so interessant war es jetzt auch nicht, aber wir wollen das schon alles hören. Meine Fresse, was brauche ich dringend Energie? Spuck mir noch mal bitte ein bisschen Energie aus. Ah, er will nicht. Da muss ich eigentlich lang. Ja, dann wisst ihr natürlich, dann geht der Weg nach rechts. Hier kann ich aber nicht. Vielleicht nehme ich das Fass noch mit, da ich so wenig Munition habe. Und wo ist denn mein Item? Ist es hier nicht noch irgendwo? Es kann doch nicht für immer weg sein. Das finde ich jetzt aber ärgerlich. Ich verstehe hier nichts. Ja, toll! Scheiße! Hätte ich vielleicht jetzt auch nicht das Ding mit nach oben nehmen sollen. Konnte doch keiner wissen, dass sie dann direkt auf den Nahkampf... Ah, na gut. Jetzt habe ich das natürlich immer noch. Aber dafür habe ich jetzt ein paar Schüsse und werde aufpassen. Och komm, ich war so weit weg. Ich wusste doch, dass wenn ich da drauf schieße, es explodiert. Ich wusste nur nicht, dass ich dann auch in die Luft fliege. Na gut. Sowas kann passieren, wird mir nicht nochmal passieren. Also nicht innerhalb der nächsten 3 Minuten, die dieser Teil noch geht. Danach ist leider wieder Werbung, aber dann sehen wir uns gleich hier wieder. Vorher aber diese fiesen Drecksäcke. Vielleicht sollte ich den Arm von dem einen abschneiden. Ja, jetzt hat's geklappt. Na gut. Hauptsache es klappt. Ist hier noch was? Gegner? Irgendwo Gegner? Hallo? Ah, ah, ja, okay. Oh. Nein, nein. Oh nein. Jetzt spratzen die Dinger auch noch raus. Lass mich in Ruhe. Da hau ich lieber ab. Um erstmal kurz durchzuatmen. Und vielleicht Munition nachzufüllen. Und vielleicht sogar... Das wird ein Problem für mich. Aber vielleicht nehme ich das Ding wieder mal mit. Ein Gastank. Gegen die ganzen fiesen kleinen... Weil mit den Harpunen kann ich hier nicht viel machen. Da könnte ich höchstens stampfen. Ah, okay. Ist doch nichts da. Okay, wunderbar. Scheinbar habe ich den Fettsack doch so abgeschossen, dass sein Inneres nicht geplatzt ist. Ich nehme fast an, dass ich hier hin muss, in dieses Transportvehikel. Aber jetzt erstmal kurz aufräumen. Hier kommt doch ganz sicher noch was.
Tut doch nicht so. Oh, okay, Energie. Okay, diese Fehlfunktion muss ich gleich beheben. Speichern kann ich. Hier kann ich auch noch ein bisschen upgraden. Mal, endlich habe ich Plasma-Energie wieder. Ich hätte vorhin nicht so viel verkaufen sollen. Jetzt merke ich es. Hier ist nur noch ein Fuß. Den brauche ich nicht mehr. Ja, okay, hier geht's gleich weiter. Wir machen kurz das kleines Werbepäuschen, dann sehen wir es wieder hier. Und ich bin gespannt, was passiert, sobald wir in diese Schwebebahn reingehen. Weil hier aus diesem maschinellen Fabrikbetrieb will ich raus. Das ist mir nicht geheuer. Wir sehen uns also gleich wieder nach der Werbung hier bei After Dark Dead Space 2. Bis gleich. Tschüss.